wurde oft gefragt, was mich motiviert, immer wieder weiterzubauen. Ein Zitat von Adrian Holmes beschreibt es sehr gut. Eine gute Idee ist wie eine Tür mit einem endlosen Korridor dahinter. Man kann sich unzählige Umsetzungen ausdenken. Außerdem gefällt mir die Abwechslung, von der Idee bis hin zu den Testversuchen, aus denen ich lerne und die Idee immer wieder weiter verbessere. Zusätzliche Motivation gibt mir die Anerkennung von Freunden, Bekannten und Vorgesetzten, die begeistert sind von dem Projekt und die mich immer wieder dazu gebracht haben, weiterzumachen. Bei euch möchte ich mich bedanken. Die Anlage hat derzeit die Möglichkeit, zusammengesteckte Legosteine im ersten Schritt herauszusieben. Im zweiten Schritt werden alle halben Steine und Platten aussortiert. Nun kommen die drei gewünschten Steinformen auf eine Förderbandstrecke, um einen Puffer zu bilden. Danach kann im 2-Sekunden-Takt Farbe und Steingröße erkannt werden. Heute ist die Anlage im Gegensatz zum letzten Video in der Lage, auch die Steingröße mit 4 Noppen in die Farben Schwarz, Blau, Grün, Gelb, Rot und Weiß zu sortieren. Weiterhin werden die Steine mit 6 Noppen aussortiert. Die Steingröße mit 8 Noppen wird weiterhin in dieselben 6 Farben sortiert. In der Lego-Sortiermaschine sind derzeit 32 Sensoren und eine Kamera verbaut. Diese geben Informationen an 3 TX-Controller sowie an einen TXT-Controller weiter. Mit der Hilfe von 2 RoboPro-Programmen werden die Informationen ausgewertet und an die Ausgänge der Controller weitergegeben. An diesen befinden sich 4 Magnetventile und 19 Motoren.